Ja, und somit wieder ein recht herzliches Willkommen zu Hogwarts Legacy. Nicht zu Hogwarts Legacy, sondern zu Hogwarts Legacy. Essen wir mal einen Apfel. Immer wieder gerne ein Versprecher. So, ich würde sagen, wir schauen jetzt heute ganz schnell zum Hausmeister. Wie gesagt, wir machen ja jetzt Parts. Ihr werdet es wahrscheinlich eh mitbekommen haben. Stream. Das mit Streamen habe ich jetzt mittlerweile aufgegeben. Es macht einfach keinen Sinn. Das Spiel will es einfach nicht. Bei gewissen Spielen geht es einfach nicht. Damals bei Breakpoint, ihr könnt euch noch erinnern vielleicht, gab es ja auch so Probleme. Ja. Ist halt leider so. Aber ich schau mal, ob es ihr auch hier Interesse zeigt an den Parts. Ich hätte es echt gerne gestreamt, aber es geht leider nicht. Ich habe es ja letzten zweimal schon euch gesagt und erzählt. Aber jetzt nicht öfters noch machen, jetzt beim dritten Mal noch einmal vielleicht. Und dann können wir das Ganze dabei... Das Ganze dabei belassen. Ihr wisst Bescheid. Jetzt kommen nur Parts, aber vielleicht ist ja doch wer neu und fragt sich, warum ich nicht mehr streame. Ja, es geht schlichtweg einfach nicht. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Ja, Freunde. Das ist es. So schade, mit euch hätte ich gerne gestreamt, aber ja, wenn es ein Spiel nicht will, dann will es nicht. Es ist einfach so. So, wir warten mal und machen hier mal entspannt weiter. Und treffen hier, glaube ich, den Hausmeister, oder? Ja. Hausmeister Krause, na. Gladwin Moon heißt der gute Mann. Hallo nochmal, Mr. Moon. Oh, ich hatte gehofft, Sie wiederzusehen. Gladwin Moon, Hausmeister von Hogwarts, zu Ihren Diensten. Zuerst möchte ich mich entschuldigen, dass ich bei unserem letzten Treffen leicht außer mir wirkte. Ich hatte eine ziemlich beunruhigende Begegnung. Obwohl ich hörte, dass Ihr Besuch in Hogsmeade noch ereignisreicher war als meiner. Man kann es wohl ereignisreich nennen. Ich hatte keinen Trollangriff erwartet. Natürlich nicht. Und soweit ich weiß, hatte ja das Dorf Glück, dass Sie da waren. Eigentlich hatte ich gehofft, Sie bei meinem jüngsten Besuch in Hogsmeade zu treffen. Ich könnte Ihre Hilfe bei etwas gebrauchen. Sehen Sie die seltsame Statue dort drüben? Schauen Sie, was passiert, wenn das Licht vom Tag zur Nacht wechselt. Könnten Sie mir vielleicht einen Moment helfen und den Mond von der Statue entfernen? Seltsame kleine Vorrichtungen, nicht? Scheinbar verschwindet die Statue, sobald der Mond entfernt wird. Was übrigens nur bei Nacht funktioniert. Warum behalten Sie diesen nicht erstmal und ich erkläre Ihnen unterwegs mehr? Seit jenem schicksalhaften Tag im Dorf sind diese merkwürdigen Statuen überall im Schloss aufgetaucht. Einige von ihnen sind sogar in Hogsmeade verstreut. Okay. Offenbar versucht jemand, mich zu quälen. An jedem Tag in Hogsmeade bog ich um eine Ecke und sah mich einem Irrwicht gegenüber. Einem Gestaltwandler, wenn man so will. Er nimmt die Gestalt dessen an, was einem am meisten Angst macht. Dieser hat die Form eines Demiguys. Ein Demiguy? Da waren wir schon. Ja, eine furchterregende Kreatur, die in die Zukunft sehen kann. Nervenaufreibend. Als junger Mann in Korea bin ich einem begegnet. Eine schreckliche Erfahrung. Diese Statuen sind Demiguys. Die Monde sind vermutlich eine unkreative Anspielung auf meine... Ich glaube, wir nennen das Schlossknacken, Freunde. Ich meine größte Angst heraus und nutzen sie nun gegen mich. Ich habe schon einen Verdacht, welche Schurken dafür verantwortlich sind. Ich hoffe, sie machen einen Fehler und geben sich zu erkennen, wenn die Statuen verschwinden. Deshalb brauche ich ihre Hilfe beim Entfernen der Statuen. Warum ich? Dafür gibt es mehrere Gründe.
Erstens haben sie sich durch ihre Heldentaten gegen die Trolle in Hogsmeade den Ruf erworben, furchtlos zu sein. Zweitens, so makaber und abscheulich ein Demiguise auch ist, die meisten finden meine Angst unbegründet. Sie aber haben ihre Wirkung auf mich gesehen. Ich bin einfach mit meinem Latein am Ende. Ich kann mich einfach nicht in ihre Nähe begeben. Ich weiß sogar von zwei Statuen, die sich hier im Lehrerturm befinden. Vielleicht könnten sie sie entfernen, damit ich meinen abendlichen Pflichten nachgehen kann. Sollen wir nach Geld fragen? Nee, bleib mal. Warum sollte ich? Das erscheint mir unnötig riskant. Ach, seien Sie versichert. Das Risiko ist gering. Und es gibt sogar eine Belohnung. Ich werde Sie einen besonders nützlichen Zauberspruch lehren. Erstens wissen Sie, wie man einen Desillusionierungszauber wirkt, richtig? Tun Sie das, bevor Sie nachts durch den Turm spazieren. Als nächstes stellen Sie fest, dass die Tür verschlossen ist. Wie kommen Sie rein? Mit Allohumora. Und die Ausgangssperre? Ausgangssperre? Mumpitz! Sie sind ein bisschen wie ich früher. Die Schule lag mir zu Füßen. Und das habe ich ausgenutzt. Man hat mich dafür geliebt. Ach, das waren noch Zeiten. Die eine Statue finden Sie im Badezimmer der Vertrauensschüler und die andere im Krankenflügel. Viel Glück und danke. Al Olivera, Al Olomora, fliegt der Geist. Nutze, ja, das müssen wir jetzt aber noch, wo gehen wir das hin, Freunde? Gut, hier, das mit dem Bauen brauchen wir nicht unbedingt, das ist jetzt sekundär. So, Moment, bin ich blind? Also ich sehe es nicht. Moment. Geht das? Ach so, Moment, geht das? Ach so, das muss ich nicht belegen, oder wie? Interagieren Sie mit dem Schloss, okay. Wir lesen ganz gleich einen Vorteil. Allohumora. Ach so, das hat so ausgeschaut, als wäre... Ah, okay. Alles klar. Nutze L, echt linken rechten Stick, um die Funken zu bewegen und die Scheiben zu drehen, bis beide dazugehörigen Zahnräder aktiviert sind. Das öffnet das Schloss. Okay. Ah! Schaut mal, das Äußere so lang drehen, dann hört man ein akustisches Signal und rechts dreht sich jetzt was. Jetzt mit dem in rechten Stick, seht ihr? Das ist der rote Punkt. Einfach. Aha. Okay. Ach, sehr gut. Das ging ja schnell. Denken Sie dran, mit dem Desillusionierungszauber wird Sie niemand sehen. Dies ist schließlich ein verbotener Bereich des Schlosses. Alles klar, dann gehen wir mal so rein. Gibt es schon das nächste Schloss, oder wie? Allohumora. Das probieren wir doch gleich wieder noch einmal, Freunde. So. Schau mal. Ja, so lang drehen, genau. Ah, okay, das Innere drehen, bis sich's dann innen dreht. Alles klar. Ist eigentlich ganz einfach. Ihr werdet es verstehen, wenn es das selber macht, wahrscheinlich. Revelio. Vielleicht sollte ich hier mal Revelio, ob da irgendeiner da ist, vielleicht. Liebe Mirabelle, das überfliegen wir nur kurz.
2 bitte Pflanzen mitbringen, besonders stark duften vielleicht ohne Triff. Wenn die Kunden nicht auf. Geruch habt ihr schon, bla bla bla. Ja, ist es nicht so wichtig. Gut, wir haben jetzt hier auch noch einen Raum. Aber sehr schön gemachter Raum, oder? Sehr schön gemacht, ja. Muss man schon sagen. Da können wir ja den Bart schön unter dem Namen Schlösserknacken machen. Würde ich mal sagen. Hier gibt es zwar jetzt sonst so nichts, aber wunderschön. Das wäre doch mal ein Zimmer auch hier. Sehr schön. Gemacht dann hier das Vorzimmer sozusagen. Vorraum. Mit dem Ofen. Sensationell, oder? Sehr schön gemacht mit dem Pflanzen. Also, wie das Level-Design. Phänomenal. Phänomenal. Rebellion. So, wir machen jetzt hier weiter. Wir machen hier keine Lesestunde. Schlechtere Handschuhe, macht aber nichts. Ah, ich muss ja in meiner Raum der Wünsche noch. Muss ich ja noch. Ah, Schlagstufe 2, okay. Da muss ich ja noch ein paar Kleidungsstücke quasi erforschen. Wenn du wieder ausführst, werden Orte, denen sich Autoritätsfiguren und Gegner befinden, enthüllt. Was ist dir erlaubt zu spielen und. Ja, das. Rebellion. Wissen wir ja eigentlich schon. Lassen wir das mal. Ihr könnt es im Notfall auf Pause drücken, wenn ihr unbedingt reinlesen wollt, aber ich glaube nicht, dass das wer von euch unbedingt tun will. Nutze L1 und R2, um ahnungslose Gegner anzulocken. Was für Gegner? Stufe 2. Also hinten ist ja das Rätsel, oder? Warte mal, pass auf. Ja, versuchen wir das mal. Hä? Oh. Ach so, und dann kann ich sagen. Ach so, so gemeint. Und der checkt das nicht. So, was haben wir hier? Ein einfaches Rätsel, oder was nur? Ah, wo ist denn... Ah, da drüben, okay. Wo ist die Spinne? Die ist, glaube ich, 8, oder? Ist das die Spinne? Ich kann es zu schwer erkennen, ehrlich gesagt. Sollte 8 sein. Das heißt 0, das heißt da 1 müsste die Eule sein. Ist das die Eule? Ne, was ist das für ein Symbol? Ist das das? Ah, das ist eh das. Okay, schaut ein bisschen komisch aus. Gut, dann haben wir, was ist das hier? Makrele. Ist 2 sind 5, dann braucht man 9, wenn ich nicht verrechnet habe, und es ist was? Alter, ich kann das nicht erkennen. Ah, dieser... Ich weiß schon. Genau das. Theoretisch müssen wir jetzt reinkommen. Jo. Irgendwo da oben waren wir doch schon, oder? Eine Kiste, ne? Hat sich da mal ausgezahlt.
netter Schal, cool. Ich glaube, jetzt ist ja Herbst geworden, was ich gesehen habe. Da ist noch eine Kiste. Ich glaube, es ist ja mittlerweile Herbst. Also ein Schal können wir ja vielleicht schon nehmen. Wow! Nein! Geht der genau jetzt? Ja, habe ich schlecht aufgepasst, mein Fehler. Ich glaube, er sieht mich nicht ganz so direkt gleich. Deswegen, ja. Vorsichtig rauslatschen. Ich wollte gerade irgendwas erzählen, glaube ich, und ja. Geil, bravo Bernie. Na, was lädt denn da so lange? So, da ist ja nichts mehr. Das haben wir aber, das ist aber schon gespeichert, oder? Ja, da ist kein Schloss mehr drauf. Passt. Wir brauchen im Prinzip aber nur raufgehen. Den oberen Raum haben wir ja auch schon. Im Prinzip ist jetzt nicht viel passiert. Ja, ist uns egal. Wir müssen jetzt sowieso rauf. Jetzt habe ich aber gar nicht geschaut. Der steht eh da. Ich beobachte ein bisschen. Hallo, Homura. So, ich hoffe, Währeten. Also einfach nur so lange drehen, bis sich der jeweilige Part dazu auch dreht. Ist wirklich einfach. Ich habe es am Anfang nur beim Zuschauen gar nicht kapiert, auch wie ich jemanden zugeschaut habe. Aber wenn man es selber macht, glaubt mir es, falls ihr es jetzt nicht gesehen habt. Rebellion. Es ist wirklich einfach. Es ist wirklich einfach. Die Stufe 1 mal auf jeden Fall. Ah, ich war schon überlegen, ob ich da irgendwie vielleicht ein Tutorial mache, aber nee, das ist so das eine oder andere. Macht ja auch keinen Sinn. Würde mich aber grundsätzlich schon interessieren. Aber wenn, muss man das richtig machen, und das haben eh schon wieder so viele gemacht. Mittlerweile zahlt sich das wahrscheinlich auch gar nicht mehr aus. So, wie schaut der aus? Ja, ganz nett. Ganz nett. Schauen wir uns das Ganze noch optisch an. Oder gehen wir mal so weiter? Ich weiß es nicht. Verzeiht mir. Kein Frosch im Hals anscheinend. Ah ja, genau, das müssen wir auch noch machen. Das mache ich aber vielleicht offscreen. So, gehen wir mal so. Ah, wobei, ohne Mantel könnte es auch ein bisschen frisch sein. Hä, was ist das? Das schaut nur so. Ah, das ist nur optisch, okay. So, schauen wir weiter. Was, wo müssen wir hin? Revelio. Der ist da. Ah, okay. War da noch eine Tür? Achso, nein, das ist nur das Teil vom Rätsel. So. Das nehmen wir auch mit. Nach unten, da haben wir keinen Handlungsbedarf. Nicht gut, würde ich sagen. Oh, ach ja? Ah, wir ziehen eine Generation verweichlichter Umhangflatterer heran. Da ist ein Schloss drauf, das will ich jetzt nicht riskieren hier, das braucht man nicht. Für den einen oder anderen Schatz. Ah, Spiel, das ist auch der PlayStation, habe ich das gesehen. Wenn man hier mal so in einen neuen Bereich reingeht, gibt es einen kleinen Nachladeruckler, aber das ist ganz normal. Da kann ich jetzt nichts für. Da kann ich jetzt nichts für. Okay. Revelio. Protego. Ich drücke wieder L2. Wollte eigentlich das drücken.
Nee. Wo ist denn der hingegangen? Ah, da geht er ganz rüber, okay. Wir waren doch noch einmal. Einfach die Taste. Jetzt? Nein. Ach so, ja. Ich glaube, das letzte Mal habe ich es auch nicht gecheckt, oder? War das im Stream noch, oder? Wichtig, ich muss vorher scannen und dann, ja. Und dann so hier rein. Ja, machen wir mal das Tutorial, würde ich sagen. Das Badezimmer der Vertrauensschüler. So. Finde ich aber gut gemacht hier. Es ist nicht zu schwer. Ein bisschen was muss man machen. Ja, ganz easy, wir sehen. Solltet ihr das noch nicht gemacht haben. Wirklich nicht schwer. Oh. Badezimmer. Was, der Mädchen oder was? Ne, von wem? Der Vertrauensschüler, nicht der Mädchen. Hallo, Homura. Oh. So, ich hoffe, wir werden nicht währenddessen entdeckt. Aber wo ihr da mit dem reingeht, ist komplett Rille. Ihr müsst dann einfach nur drehen. Das ist der rote, ist der rechte Stick. So lange, bis ich dann in der Mitte dreht und mit dem grünen Stick, bis ich das rechts unten mit dem grünen Licht dreht. Also wirklich einfacher geht's fast nicht. Ah, jetzt ist es soweit. Jetzt haben wir es endlich mal geschafft, die Ausrüstungsplätze voll zu haben. Haben wir irgendwo ein graues Teil, das wir verschrotten können? Das ist ja super. Haben wir irgendein graues Teil? Ja, ihr seht, das ist gutes Gold. Blau, ja. 90. Ja. Tut zwar ein bisschen weh, aber... Haben wir jetzt automatisch was bekommen, oder wie? So ein Handschuh, der blau ist. Naja. Ich hoffe, wir haben ihn automatisch... Ich hoffe, wir haben ihn dann automatisch drin. Soll ich das jetzt... Ah, okay, jetzt haben wir das bekommen. Gut. Was haben wir aktuell? Dass wir das kurz noch checken. Sorry, Freunde. Haben wir noch einen Slot frei? Zwei war frei. Okay, perfekt. Im Sinne können wir gleich mal schauen. Achso, wir haben das Legendäre an, natürlich. Ja, logisch. Was können wir dann ver... Grün. Oh, ist grün. Oh, ist grün schlechter als blau? Verdammt, das habe ich, glaube ich, vertauscht. Ist aber nicht so tragisch. Gibt mal hier was Neues. Ist das, oder? Ne, das haben wir gerade an. Ah, ich bin ja nicht im Stream. Ich bin ja nicht im Stream, Freunde, deswegen. Wollte ich jetzt nicht hier so lange herumtun, oder? Im Stream kann man das ja machen. Aber Stream geht ja leider nicht. Kommt, dass man mal das hier. Soll ich die Mädels oder nicht? Was sag ich mit Mädels? Warum glaube ich Mädels? Alter, was sind das alles für Armaturen? Sensationell. Gehen die dann dorthin? Was ist, muss ich da jetzt rein? Oh. Ja, geil. Aber die gehen raus? Oh. Boah, da haben wir Glück gehabt. Wow! Schau mal dahin. Achso, mit dem Wasser. Uiuiui. Okay. Warte mal. Schaut sich die Wand an. Passt und wir gehen wieder. Draußen scheint keiner zu stehen. Okay, wir gehen weiter auf. Wo ist man hin? Irgendwo nach links müssen wir. Dann werden wir einfach... Hallo!
Moment nicht, nein. Aber es gibt genug andere Gefahren, die sie zu mir bringen könnten. Nun, ich soll probier's einfach. Aufsicht beginnen. Professor Black weiß es wohl am besten. Bringe Gatling die Dingsmonde zurück. Nee. Akio. Boah, die haben es gehört, oder? Verdammt. Die Gärtnerin, oder? Nein! Scheiße, das geht nicht. Verdammt. Wir müssen wieder abhauen, Freunde. Okay, es dauert doch jetzt ein Ticken länger als gedacht. Wenn die jetzt da reden, schaffe ich es vielleicht wieder. Ja, wir riskieren es einfach, oder? Wow! Wow, das war's, oder? Ja. Da bin ich nicht mehr um die Ecke gekommen. Die sind doch losgegangen. Schade. Ich glaube, die plaudern ein bisschen länger, die Mädels, aber nee. Da hat's uns noch kurz vor der Ecke erwischt. Da hat's uns kurz vor der Ecke erwischt, Freunde. Aha. Revelio. Und jetzt können wir einfach rausspazieren, oder wie? Geil, jetzt können wir das auch mitnehmen. Ach so, geil. Okay, jetzt können wir einfach gehen. Ja, nice. Wow. Da unten steht wer? Komm mit. Hä? Doch nicht? Oder war das hier oberhalb? Okay. Einfach hier zur Stufe. Wir müssen wieder zurückkommen. Revelio. Revelio, passt doch mal. Schauen wir wieder zurück zum Hausmeister. Nein, passt eh. Achso, das hat er natürlich auch mitbekommen, da unten, der Kollege. Das war. Ah, Stufe 3. Wow, was ist da für Loot drin? Garantierter Lecci, oder was? So. Komm mal darüber, Kumpel. Ah, das geht doch. Ja. Das war's, oder? So. Hallo, Mr. Moon. Hallo, Mr. Moon. Ich habe die Monde, die ich sammeln sollte. Sie sind so furchtlos, wie ich gehofft hatte. Ein ausgezeichneter Beginn. Wenn wir noch mehr sammeln, könnten wir Hinweise darauf erhalten, wer hinter all dem steckt. Mhm. Natürlich habe ich zuerst Peeves verdächtigt. Er hat den letzten Hausmeister Rancorous Carp mit seinen unerträglichen Possen in den Vorruhestand getrieben. Aber das erklärt noch nicht den Irrwicht in Hogsmeade, oder? Nein. Ich bin entschlossen, mit Ihrer Hilfe die Identität meines Peinigers herauszufinden. Das klingt spannend. Ich würde Ihnen gerne helfen, dieses Rätsel zu lösen. Sie sind ausgesprochen freundlich und gebildet. Und ich kann Ihnen im Gegenzug für Ihre Hilfe auch etwas anbieten. Denken Sie daran, dass die Monde nur nachts zu holen sind. Deshalb rate ich, wenn nötig, Desillusionierung zu benutzen. Wie viele Statuen gibt es denn? Ich weiß nicht genau, aber ich habe Dutzende entdeckt. Ich scheine sie überall zu sehen. Sie wissen, was zu tun ist, wenn wir ihre Bedeutung
entschlüsseln wollen. Sie erwähnten eine Gegenleistung für meine Hilfe. Das stimmt. Sobald Sie mir genug Monde gebracht haben, zeige ich Ihnen sogar noch stärkere Versionen von Alohomora. Es gibt nämlich kompliziertere Schlösser als das im Lehrerturm. Gut. Alles klar. Ich halte die Augen offen. Das wäre nett. Wir müssen diese Mond... Ich wusste, dass ich mich an Sie wenden kann. Wir müssen diese Monddinger finden. Wir müssen diese Monddinger finden, dass wir dann die nächste Stufe für die Zweier- bzw. Dreier-Schlösser bekommen von ihm. Alles klar. So, das war's mit diesem Part, liebe Freunde. Ja, ich drifte immer fast ab, als wäre ich im Stream oder so. So ein bisschen. Ganz kurz. Ups. Ja. Nee, das ist natürlich die Aufnahme. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ich schaffe es sicher nicht jeden Tag wahrscheinlich, sage ich jedes Mal dazu, nur dass ihr Bescheid wisst. Aber noch geht's weiter. Ich habe noch keine Aufrufszahlen jetzt vom ersten Part. Der ist gerade jetzt kurz vor kurzem, glaube ich, online gegangen. Da warte ich jetzt mal einen Tag ab. Wie der Ansturm ist, werde ich euch dann vielleicht im nächsten Part berichten können. Also, ja gut, der Part ist natürlich für euch. Da wisst ihr schon wahrscheinlich, wenn ihr geschaut habt, wie die Aufrufszahl ist. Beim ersten Part ohne Stream. Bei mir ist jetzt gerade Aufnahmezeit und Release vom 1. Also müsste das 7, glaube ich, war noch ein Stream, oder? Dann müsste das 8 gewesen sein. Er ist gerade vor kurzem erst online gegangen, da kann ich jetzt noch nicht viel sagen. Ja, da halte ich euch auf jeden Fall dann am Laufenden, sollte es wen interessieren. Hier machen wir mal Schluss und das nächste Mal machen wir dann weiter. Ich glaube dann, irgendwas mit Tiere, glaube ich, haben wir noch. Schlossknacken haben wir mal. Fürs Erste, glaube ich. Ich schaue mir jetzt nochmal um. In dem Auftragslog, was wir noch brauchen. Werden mal ein paar Gewänder noch verkaufen. Kleidungsstücke und dass wir wieder drei Slots haben. Zum Einsammeln. Also, das war's. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.